Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es wieder genommen, so lautet es im alttestamentlichen Buch Hiob. Und der Herr ist in diesem Fall die Fed und gegeben hat sie in dem Fall Liquidität, und zwar massive Liquidität. Und jetzt nimmt sie diese Liquidität wieder weg und jetzt sehen wir, wer nackt gebadet hat. Jetzt platzen die Blasen, die damals so richtig aufgeblasen wurde. Tesla, erinnern wir uns an Cathie Wood mit ihrem ARK Innovation, erinnern wir uns an den Höhenflug von Kryptos, irgendwelche Geschichten, die praktisch totaler Schrott sind, der dann nach oben gespült wird. Aber jetzt sehen wir, dass unter vermeintlich ruhigen Märkten, wir haben derzeit dünne Umsätze, wenig Bewegung eigentlich, dass da die Blasen platzen, und das könnte dann eine Tsunamiwelle auslösen, die dann die Märkte ziemlich nass macht, möchte man sagen. Aber zunächst mal sehen wir hier den SPY, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500, bildet also den S&P 500 ab. Da sind wir genau da, wo wir am 10. November auch gewesen sind, also vermeintlich eine Seitwärtsbewegung. Hier sehen wir mal, was gestern passiert ist. Eine Apple über 2% im Minus, Amazon im Minus, aber vor allem auch Tesla eben vor allem im Minus mit knapp 7%. Die Indizes wenig verändert. Wir sehen aber defensive Sektoren wie Consumer Staples, Real Estate, Utilities sind vorne, offensive Sektoren wie Technology, Energy und Consumer Discretionary, die sind ganz hinten, und Consumer Discretionary hinten vor allem, weil eben die Tesla-Aktie maßgebliche Unterstützungsniveaus jetzt gebrochen hat. Und jetzt stellt sich die Frage, wie geht das weiter? Ist jetzt diese Blase geplatzt? Wir sehen so kleine Anzeichen. Der Chef des Apple App Stores, Phil Schiller etwa, hat jetzt seinen Twitter-Account gelöscht über das Wochenende. Viele boykottieren inzwischen Twitter, wollen nicht mehr Werbung dort schalten, nämlich Firmen. Und der Donald Trump will scheinbar auch nicht rüberkommen wieder zu Twitter. Auch wenn er natürlich schon ein bisschen schaut, gell, also da hätte ich noch mehr Reichweite wieder, denn er hat ja da einige Millionen Follower nach wie vor auf Twitter, trotz dieser, des Blockierens seines Kanals. Aber, und das ist jetzt für den Elon ein Problem, er hat 100 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren im Jahr 2022, die Aktie 59%. Jetzt runtergekommen, das ist der zweitgrößte Drawdown, den er jemals verzeichnen musste. Heute twittert Elon Musk, ja, wir haben 1,6 Millionen Daily Active Users wieder dazu gewonnen auf Twitter, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass Elon Musk irgendein Bullshit twittert. Dann berichten die Medien drüber, dann gucken die Leute auf Twitter nach, was da eigentlich gewesen ist, und so entsteht wahrscheinlich so eine gewisse Logik, dass Elon Musk eben versucht, Aufmerksamkeit zu erzielen, aber auf der anderen Seite verliert er eben letztendlich die relevanten Geldgeber, und viele denken sich, das kriegt er nicht mehr gewuppt, irgendwie Twitter noch jetzt, Tesla, SpaceX, was denn noch alles. Und jetzt werden neue Vorwürfe laut, die schon lange da sind, nämlich dass er in gewisser Weise ein Hochstapler ist, der etwa seinen Physikabschluss erfunden hat. Er hat wohl, so wie es aussieht, nur einen Abschluss in Wirtschaft, aber eben nicht all diese Dinge, die er behauptet hat. Da hat der ehemalige, der Gründer von Tesla, mit dem er lange gearbeitet hat, der hat ihn schon mal verklagt. Deswegen, jetzt kommen diese Geschichten wieder neu auf. Ja, möglicherweise haben wir es hier mit einem sehr begabten Hochstapler zu tun. Gar keine Frage, dass er begabt ist. Aber was ist das Kennzeichen von Hochstaplern? Sie riskieren dann irgendwann zu viel. Sie machen den nächsten Coup. Das ist dann ein Ding zu viel. Und irgendwann rauscht die Geschichte dann eben ab. Irgendwann kommt dann ans Licht, was ans Licht kommen muss. Und ich habe schon immer Zweifel gehabt an einigen Tesla-Kennzahlen. Ich habe noch mehr Zweifel an einigen biografischen Dingen von Elon Musk. Die Aktie jedenfalls ist deutlich unter Druck. Und hier sehen wir mal dieses Auspreisen, was wir gesehen haben 1929, 2000, 2020. Wir haben ja eine Euphorie gehabt, eine Liquiditätshosse, Sondergleichen, die eben alles nach oben gespült hat. Aber wenn dann die Liquiditätszufuhr nicht mehr da ist, sondern sogar die Liquidität abgezogen wird, wie derzeit, dann wird es schwierig. Das ist jetzt auch Marco Kolanovic aufgefallen, der ja immer bullish war, von JP Morgan, der gesagt hat, ja, also wirklich ein dauerhafter Anstieg der Aktienmärkte dürfte erst dann passieren, wenn die Fed die Zinsen senkt. Es hat ein bisschen gedauert, bis sie das rausgefunden hat, könnte man sagen. Goldman Sachs, die haben noch vor einem Jahr einen Kurs von 4.700
7700 Punkten ausgerufen im S&P 500. Davor war man noch bei 5100. Jetzt hat man sein neues Ziel veröffentlicht bei 4000 Punkten. Also man hat das Kursziel deutlich nach unten genommen. Wir könnten jetzt entweder hier an diese obere Trendlinie nochmal ranlaufen beim S&P 500 oder wir machen möglicherweise eine Schulterkurve-Schulterformation. Hier sehen wir oben nochmal diese Trendlinie. Das wäre so um und bei im Bereich 4100 Pünktchen. Da wäre also dann noch Luft, wenn man sich für diese Richtung nochmal entscheidet. Aber ich denke, die Probleme sind groß, die Probleme werden nicht kleiner. Wir sehen hier etwa mal die Terminal Fed Rate Expectation, also praktisch, wo erwartet der Markt den Gipfel der Zinsanhebungen oder das Gipfelzinsniveau. Und das steigt, während die Financial Conditions derzeit tendenziell laxer werden. Das heißt, auf der einen Seite rechnet man mit einer rigideren Geldpolitik durch steigende Zinsen. Auf der anderen Seite werden die Financial Conditions wieder lockerer. Das, was eigentlich die Fed überhaupt nicht sehen will. Wir sehen oben den Dollar-Index auf Weekly-Basis. Da hatten wir dieses massive Auspreisen nach der starken Rallye, diesen starken Abverkauf. Jetzt aber sehen wir diese Kerze wieder nach oben. Wir sehen, dass der Dollar sich erholt. Und das könnte bedeuten, dass die Aktienmärkte, und das ist mein favorisiertes Szenario, nochmal runterkommen, nochmal ein Tief machen und dann möglicherweise eben der Turnaround der Fed kommt, der Fed Pivot kommt. Dazu muss aber erstmal etwas kaputt gehen. Ich hatte diese Charts schon mal gezeigt. Das wäre eine Analogie aus den Jahren 1980 bis 81. Aber kommen wir jetzt zur zweiten großen Blase. Das ist die Kryptoblase. Sie erinnert so ein bisschen an die Tulpenblase 1634 bis 1637. Ja, es wird Dinge geben wie Bitcoin, Ethereum, die dürften bleiben. Sie sind eine Alternative zu zentralisierten Geldsystemen, die dann wahrscheinlich jetzt digitalisiert werden. Das heißt, du hast keine Flucht mehr. Wenn der digitale Euro kommt, dann kannst du kein Bargeld mehr haben. Dann ist komplett alles sozusagen in der Hand dieser Zentrale. Da macht es Sinn, dezentrales Geld zu haben. Im Gegensatz zu vielen Kommentaren auf meinen Videos bin ich nicht irgendwie schadenfroh, wenn Bitcoin fällt. Ich glaube, dass Bitcoin halt ein bisschen überbewertet ist, aber es ist als Prinzip, ist da etwas dran. Ein dezentrales Geldsystem, habe ich sehr viele Sympathien dafür. Aber 99% dessen, was da kreucht und fleucht, ist reinster Bullshit, der aufgeblasen wurde durch eben die ultralaxe Geldpolitik. Und jetzt eine wichtige Situation: der Crypto-Broker Genesis, der brauchte frisches Geld, wahrscheinlich bis heute. 1 Milliarde Dollar müssen her, sonst ist die Kacke am Dampfen, auf Deutsch gesagt. Genesis hatte auch bei FTX Geld geparkt, das jetzt weg ist in dreistelliger Millionenhöhe. Autsch! Und wenn das nicht gelingen sollte mit Genesis, dann könnte es im Kryptobereich schwierig werden. Ohnehin ja schon schwierig. Wir sehen hier Coinbase etwa, die Aktie jetzt auf einem All-Time-Low im April 2021 ja praktisch an die Börse gekommen, seitdem 90% verloren. Und wenn wir uns mal anschauen, was da eigentlich los ist: Coinbase hat zweimal mehr Kosten als Umsatz. Und dann haben sie noch praktisch neue Aktien sich gedruckt, die an die Mitarbeiter verteilt. Das ist also, wenn man so will, Print Stock for Fiat. Also man druckte faktisch Anteilsscheine ohne Ende und macht massive Verluste. Das zeigt so ein bisschen, dieses Ponzi-Schema zeigt so ein bisschen eben die Neigung von Menschen, Ponzi-Schemen in die Welt zu rufen, wenn du eine ultralaxe Geldpolitik hast, wo Geld eben nichts kostet. If you're in trouble, double, denkt sich dann auch die Cassie Wood, die eben in Coinbase, die jetzt ein Allzeittief erreicht haben, nochmal Positionen weiter aufbaut. Wenn du schon gegen die Wand fährst, dann wenigstens mit Schmackes. Ja, das ist das Motto von meiner zweitbesten Freundin Cassie Wood. Hier sehen wir mal ihr ARK Innovation. Das ist so massiv abgestürzt, dass sie das wahrscheinlich nicht mehr wird aufholen können. Aber es ist eben vorher so hochgeflogen, weil irgendwelche Schrottunternehmen astronomische Bewertungen erreicht hatten, die sie im Depot hat. Aber jetzt sehen wir, dass es eben Schrottunternehmen sind, beziehungsweise dass die Bewertungen nicht passen. Dementsprechend jettet nach unten. Hier sehen wir mal diese verschiedenen Kryptos. Solana ist am schlechtesten dran, hatte wohl die größten Probleme in diesem Bereich. Bitcoin und Ethereum halten sich so einigermaßen noch. Vor allem hält sich Litecoin
Mit am besten noch, die sind sogar gestiegen seit dem 2. November. Am 2. November war diese Geschichte mit CoinDesk, als praktisch eben ja, Zweifel eines Konkurrenten an der Bilanz von FTX diesen ganzen Stein ins Rollen gebracht haben. Seitdem ist der Kryptoindex um knapp 26% gefallen. Das ist der Anfang einer Abwicklung. Das ist kein Winter. Das ist für die allermeisten der ultimative Exitus. Nämlich für die meisten Token, für die meisten Kryptos. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Bitcoin und Ethereum zum Beispiel darunter fallen werden, aber auch da wird natürlich, was den Preis betrifft, die Lage wahrscheinlich schwieriger. Und jetzt unbedingt empfehlenswert, einer meiner aller besten Freunde, das ist Jim Cramer, der sagt jetzt, der S&P 500, das würden die Charts anzeigen, wird hossieren. Aus meiner Sicht passiert eher das Gegenteil im Dezember. Aber gut, der Jim hat natürlich immer recht, deswegen gibt es ja dieses inverse Jim Cramer ETF inzwischen schon. China sagt jetzt, wir haben weitere Lockdowns verhängt. Wir sehen weiter steigende Zahlen in China. Etwa ein Fünftel der chinesischen Wirtschaft ist in irgendeiner Form von Lockdown-Maßnahmen betroffen. Tendenz geht nach oben. Auch das ein Belastungsfaktor. Aber die Hoffnung auf den Pivot der Fed ist da. Und wir haben ja diesen Pivot schon mal bei der EZB gesehen, Frau Lagarde, Dezember 2021. Also Zinsanhebungen sehr unwahrscheinlich, machen wir nicht. Jetzt ist sie dabei, more aggressive rises vorzunehmen. Also jetzt ist sie dafür, die Zinsen wirklich deutlich anzuheben. Das ist natürlich alles ungemein peinlich, fast so peinlich wie diese gesamte WM, finde ich. Ich stell mir gerade vor, alle europäischen Mannschaften hätten es darauf ankommen lassen. Wie hätte die FIFA reagiert? Das gesamte Turnier riskiert? Nein, hätten die alle gesagt, doch, wir machen das jetzt so. Und wenn, dann schließ uns halt aus dem Turnier, dann wäre dieses Turnier, das ohnehin ja schon herkommt, wie Pappe irgendwie sich anfühlt. Ich spreche auch mit meinem Sohn, der sagt, das ist im Vergleich zu Russland damals, zu dieser WM, ist das, da hat man noch was über Städte gesehen. Man sieht gar nichts von diesem Land, vielleicht ist da auch nur Sand, ich war noch nie da. Jedenfalls wirkt das alles irgendwie künstlich, alles irgendwie schrottig. Keine Ahnung, die Öffentlichen müssen mitmachen. Hans Magnus Enzensberger, der deutsche Dichter, hatte das Wort Gratismut erfunden, und das war so ein bisschen Gratismut, dass man also mit dieser Binde auflaufen will, und sobald es ein bisschen schwieriger ist, da packt man diesen Gratismut wieder ein. Das ist schon ein bisschen bitter, muss man sagen. Es zeigt die moralischen Probleme, die wir wahrscheinlich als Westen insgesamt haben. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Man kann es ja auch anders sehen als ich. Game of Trades zum Beispiel sagt, das ist keine Bärenmarkt-Rallye, die wir sehen. Man hofft also auf eine neue Rallye, gell? Das widerspricht dem, was ich denke. Aber wir wollen eben auch diese Dinge zeigen. Und Carl Icahn wettet gegen GameStop, also gegen Meme-Aktien, die ja genauso hochgeflogen sind, auch Schrott. Und gestern GameStop auch deutlich nach unten gekommen, 8%, aber die Aktie hält sich trotzdem immer noch relativ gut, wie viele andere Meme-Flops eben auch. Also zwei Artikelempfehlungen. Jetzt empfehle ich mich und sage Ihnen Servus und Ciao.